Hallo Alex. Hallo. Du bist der Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds und hast ja schon sehr viele Startups groß gemacht. Woran erkennst du Innovationen? Also es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist eine normale Innovation, die löst ein Problem. Es gibt irgendein Problem und dann gibt es eine Lösung. Meistens liegt die Lösung in der Technologie, aber vielleicht auch im Geschäftsmodell. Und disruptive Innovationen, die völlig neu, unbekannt und radikale Veränderungen herbeiführen, die erkenne ich daran, dass ich denke, was für ein Quatsch. Woran liegt es? Wenn man was ganz Neues sieht, was gar nicht zu dem passt, was man kennt, dann ist die erste Reaktion, was für ein Quatsch. Und dann kann es Quatsch sein oder sehr, sehr disruptiv. Und du warst ja auch in der Vergangenheit in den USA im Silicon Valley unterwegs. Wo ist so für dich der wesentliche Unterschied jetzt in der Mentalität, im Spirit, wenn du die deutsche Start-up-Szene mit der amerikanischen vergleichst? Also generell glaube ich, wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Wir haben super aufgeholt in Deutschland. Wir haben ganz, ganz tolle Gründerinnen und Gründer. Wir haben sehr, sehr viele Gründungen und wir haben auch sehr, sehr viele sehr große, nachhaltige Erfolge. Der große Unterschied im Valley liegt in zwei Dingen. Einmal, die Amerikaner als Konsumer oder als Business sind viel experimentierfreudiger. Die probieren eher was aus. Die nehmen Innovationen eher an. Und es hilft natürlich, Startups viel schneller zu verkaufen und zu wachsen. Und der zweite sehr, sehr wesentliche Unterschied, die Amerikaner denken sehr, sehr groß. Die wollen immer gleich die Welt erobern und schaffen es deswegen natürlich auch, wenige, aber immerhin einige sehr, sehr, sehr große weltmarktführende Unternehmen hervorzubringen und das schaffen wir noch nicht. Und jetzt ist ja die künstliche Intelligenz, KI oder AI, das große Hype-Thema der Stunde. Wie ordnest du denn KI so im Reigen der ganzen Technologietrends ein? Vor 30 Jahren, als ich studiert habe, gab es schon Seminar-Expertensysteme und da war das Thema schon, wurde schon diskutiert. Und es ist ein Thema wie viele andere Themen, die brauchen sehr viel länger, um wirklich die Erfolge zu liefern, die sie versprechen. Und wenn sie dann mal da sind, dann geht es sehr viel schneller. Das heißt, ich glaube, wir werden noch viele kleine Erfolge, aber vielleicht auch Enttäuschungen sehen, dass die Dinge eben nicht so schnell passieren. Und wenn irgendwann mal der Durchbruch da ist, dann werden wir uns wundern, wie schnell und wie groß KI sein wird. Jetzt ist KI ja in der industriellen Produktion schon sehr weit verbreitet. Was ist denn deiner Meinung nach der nächste Sektor oder der nächste Bereich, den die künstliche Intelligenz erobern wird? Ein super spannender Bereich ist der Servicebereich. Man kennt es ja von vielen Unternehmen, mit denen man Kontakt hat, als Kunde vielleicht, dass der Service manchmal nicht so ideal ist, langsam und zäh oder nicht erreichbar, vielleicht nicht die richtigen Antworten weiß. Und es ist offensichtlich, dass da KI auch sehr kurzfristig in den nächsten paar Jahren Dinge liefern wird, die wir bisher noch nicht kennen. Und jetzt nochmal aus deiner Erfahrung, aus den Startups, die du betreust, herausgefragt, welche Innovation hat dich persönlich in den letzten Monaten oder Jahren am meisten begeistert? Am meisten begeistert ganz klar Blockchain. Ich glaube, wir schauen da auf das nächste Internet. Das hat natürlich einen holprigen Start, jetzt auch mit dem Preisverfall der Werte. Aber wir sehen, ich bin persönlich davon überzeugt, dass es so groß wird wie das Internet und auch entsprechend große Player und Lösungen hervorbringen wird. Und vor allen Dingen auch für Deutschland, die Karten werden neu gemischt. Das heißt, wir haben da die Chance, weil alle von vorne anfangen, auch aus Deutschland heraus Weltmarktführer aufzubauen. Okay, vielen Dank. Gerne.